mal wieder mitten dabei, so ein paar Kleinstprojekte zu machen, die ich nicht im Video habe. Aber dafür brauche ich mal wieder meine Klemmen. Und ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Der Paul Sellers hat es ja schon mal erwähnt, wie man die Dinger fit macht. Und da fehlt mir jetzt hier noch Kork auf beiden Seiten, damit ich nicht beim Klemmen immer mein Werkstück eindrücke. Ja, habe ich lange gesucht, wo kriege ich Kork her? Rauf und runter und so preistechnisch ist nicht so. Ja, da habe ich von meiner Frau die glorreiche Idee. Nimm doch meine Untersetzer, also die für die Tassen. Ja, sieht nicht schlecht aus, so ein Untersetzer. Aber ob ich jetzt so einen Untersetzer lieber kaputt mache oder so, da kann man doch schönere Sachen mitmachen. Ja, was soll ich sagen? Nicht meine Idee. Wieder mal beim Meister der Maschinen gewesen. Korkfliesen. Ja, Korkfliesen. Da ist sie. Ist genauso dick wie das andere Ding. Eine Seite versiegelt und eine Seite Kork. Mensch, habe ich gedacht. Das ist doch mal eine Idee. Korkfliesen. Ha. Ja, machen wir uns gleich ran. Machen wir ein paar Korkbelege dafür. Fertig ist die Soße. Ja, so einfach war's. Und jetzt kann ich klemmen, ohne mir was kaputt zu machen.